Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir gerne nochmal meinen Lapras zeigen. Krypto Lapras ist ein 96er. Das hatte ich schon mal in ein, zwei Videos, ist aber schon wieder etwas länger her. Und ich denke, das kann gar nicht so schlecht sein. Wir haben sehr häufig Fiaro in der Führung, da ist das ganz gut. Wir haben Giratina in der Führung, da ist das ganz gut. Es gibt viele verschiedene Pokémon, wo das Ding abgehen kann. Valraiser wäre doof. Dafür bräuchte ich tatsächlich... die Schädelwurm, da müsste ich den Eisstrahl weghauen. Problematisch ist halt, dass das Ding von mir mal zwei TMs bekommen hat. Einmal für den Eisstrahl und für den Eissplitter. Von daher werde ich die Attacken beibehalten. Und ich finde, Surfer braucht das Pokémon ebenfalls. Ich nehme aber Slymog und Cresselia mit. Beide können mit Valraiser gut umgehen, weshalb ich glaube, ich da nicht so die Probleme haben werde. Irokex könnte da ein bisschen dümmer werden. Gerade mit dem Konter und hinten bei Cresselia mit dem Schmarotzer. Muss ich mal schauen, einfach mal reinschnuppern. Aktuell befinde ich mich tatsächlich unter 2700 Punkten. Und das ist crazy, wenn man überlegt, dass ich über 2,9 war. Aber ich schaue einfach mal. Ich versuche natürlich mein Bestes. Falls du mich auf diese Reise begleiten möchtest und nicht verpassen willst, wenn ich vielleicht noch mal ein paar Punkte hole, lass doch einfach ein Abo da. Gerne die Glocke aktivieren, somit verpasst du keine Videos und vielleicht kann ich da nochmal den einen oder anderen Punkt gut machen. Wir schauen einfach mal. Aber jetzt gehen wir in das Set und ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Lapras. Let's go! Hier sieht man die Punkte. Ich bin gut runter, ne? Ich bin sehr, sehr gut runter. Ich habe... um den Dreh tatsächlich, ne, ich habe sogar mit weniger. Ich habe die Hyperliga mit um die 2,5 gestartet, bin dann hoch auf 2,9 insgesamt und jetzt wieder runter. Also okay. Aber das zeigt mir ja, dass das Potenzial da ist, wieder aufzusteigen. Weshalb ich einfach mal fokussiert weitermachen muss. Hier habe ich leider nichts. Ich habe nichts und deswegen gehe ich raus. Ich kann hier sehr gut gegen arbeiten. Das hier rauszulocken, gefällt mir eigentlich. So, dann leider werde ich den Wechsel nicht bekommen. Was ein bisschen doof ist, ich muss mal gucken. Warte, du kannst Psychobeißer und der tut mir weh. Oi, yo Meister, du hast Psychobeißer. Das wird crazy. Das wird echt crazy. Ich habe übrigens ein sehr nettes Krypto bekommen, aber definitiv nicht genug XL-Bonbons. Da fehlt mir sau viel. Also das dauert noch einige Seasons, bis ich da was bereit habe. Und ich muss schauen, wie ich gleich aus der Situation rauskommen möchte. Ja, das sieht schlecht aus. Ich weiß natürlich noch nicht, was dein letztes Pokémon ist. Ich muss aber hoffen, dass mein Cresselia beides besiegen kann. Denn ich brauche das auch gegen dein Kabukime, weil ich halt nur resistierte Attacken habe. Da wäre tatsächlich eine Schädelwumme echt stark auf Lapras. Habe ich leider nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll ich dran ändern? Wir machen jetzt hier noch eine Attacke und setzen dann ein. Der Surfer reicht hoffentlich schon aus, um dich zu besiegen und es wird spannend. Was ist dein letztes Pokémon? Weil du kommst jetzt mit Kabukime? Oh, das geht. Das ist tatsächlich möglich. Hammer. Okay. Du hast drüben nur die Laubklinge, die mir hier wehtut. Und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Cresselia mit Strauchler ist gerade das, was ich hier brauche. Fetter Schaden. Nehmen wir auf jeden Fall, gefällt mir. Ich werde schilden. Die Mondgewalt würde guten Schaden anrichten. Aber ich würde so oder so hier reinschilden. Bitte, köder nicht. Und jetzt noch ein Bitte? Jawohl, keine Abschwächung. Das ist mir sehr, sehr viel wert. Das Nette ist halt, dass ich hier gut gegen ankommen kann und auch mit Lapras bin ich mit meinen Eisattacken gegen Viridium gar nicht so schlecht. Weshalb ich da schon sehr zufrieden bin und du gibst auf, perfekt. Cresselia hinten ist eine super Antwort gegen dich und das gefällt mir. Das ist gut. Lapras hat jetzt nichts reißen können. Gar nichts. Aber ist ja auch nicht tragisch. Wir hatten ja zum Glück ein Cresselia mit. Wir müssen mal schauen, wo sind diese ganzen... Fiaros oder auch diese ganzen Giratinas. Da hätte ich Bock drauf in der Führung.
zeig mir doch mal sowas. Das hatte ich davor sehr, sehr häufig. Das nehme ich auch. Das gefällt mir. Ja, gerne sogar. Was holst du rein? Oh, ja, guck mal, Meister. Dann kommen wir hier mit. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Wir verursachen mit Donnerschlag und der Sofortattacke guten Schaden. Leider bin ich fast schon gezwungen, eine Attacke von dir zu schilden, da dein Psy-Schub Schaden anrichtet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der zu viel Schaden macht. Komm schon. Ich resistiere deine Sofortattacken. Ich glaube nicht, dass das unheimlich viel Schaden macht und das hier erst recht nicht perfekt. Wir farmen jetzt einfach komplett runter und haben dann für Nidoqueen Finsteraura. Das ist doch ganz geil. Du kommst damit bestimmt wieder rein. Aber zeigst du mir was anderes? Was tust du, Kollege? Zeig her. Komm schon. Komm schon. Tada! Das Gute ist, dass ich deine Sofortattacken genauso resistiere wie du meine. Das gleicht sich aus und ich werde, falls du nicht einsetzt, hiervon noch eine Attacke schaffen. Was mich natürlich freut, selbst wenn du jetzt einsetzt, müsste ich einen Giftzahn noch überleben und du hast einfach nur Energie aus dem Fenster rausgeschmissen. Das ist perfekt. Eine Sofortattacke danach und ich bin besiegt. Das Nette ist halt, dass ich hier tatsächlich nochmal Schaden drauf kriege. Ein Schild glaube ich nicht, aber Schaden. Krass. Das ist krass. Aha, ich habe noch ein paar Schilde. Okay, das sieht gut aus. Und du gibst auf. Cresselia zwingt den nächsten Gegner zum Aufgeben. Perfekt. Hey, Lapras war gut. Der Wechsel war gut für mich. Und auch das letzte Pokémon kann ich gut weghauen. Ich habe einen Schildvorteil. Ich muss einfach zweimal auf Mondgewalt. Die erste wirst du vielleicht schilden. Die zweite lässt du durch. Und dann sieht es trotzdem nicht allzu gut aus für dich. Hey, geil. Das war ein guter Kampf. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Okay, wir müssen einfach mal schauen, was da jetzt noch auf uns zukommt. Aktuell würde ich sogar Cresselia noch ins Thumbnail packen, aber jetzt ist, glaube ich, Lapras sogar dabei und kann was beweisen. Das gefällt mir. Du bist jetzt bei einer Attacke. Du hast zwei. Guck mal, ich kann jetzt einsetzen. Dann den Gleichstand verlieren, was nicht tragisch ist. Du kommst ja aus der Situation nicht mehr raus. Ich überlebe auch einen Sturzflug. Und jetzt musst du Keule schilden, weil es halt ein Gleichstand war. Du hast deine Verteidigung massiv abgeschwächt, weshalb dich das hier auf jeden Fall besiegt. Ist doch ganz geil, oder? Du gehst wo rein? Was macht man? Okay, ich muss hier raus. Denn mein Cresselia macht nicht allzu viel gegen dein Fiaro, weshalb ich Slymog noch benötige. Slymog kann auch gegen diverse andere Pokémon gut ankommen, weshalb das für mich gar kein Thema war, dort rauszugehen. Es sei denn, du hast ein Sumpex. Falls du ein Sumpex hast, sieht das nicht so geil aus. Dann würde ich tatsächlich irgendwann auch rauswechseln, damit ich Cresselia noch behalten kann. Hey, es wird knifflig. Es wird knifflig. Ich dachte gerade, ja, den Großteil kann ich besiegen, aber. Eieieiei. Slymog ist nicht geil gegen Sumpex. Du darfst kein Sumpex haben. Es gibt diverse Pokémon, die kann ich ordentlich vernaschen, aber das halt nicht. Wir schauen mal. Wir machen jetzt eins. Zwei. Ja, ich weiß, dass du die Attacke hast, ist aber nicht schlimm. Du bist extrem spammy damit. Das ist halt das Coole, ne? Miltank ist mit Walzer wirklich stark. Aber wirklich. So, eine und einsetzen. Weil du jetzt halt nicht mehr rauskommst aus der Situation. Wie viel Schaden verursacht das? Und ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, ob ich Dings habe. Ob ich zu viel gefarmt habe. Ich weiß nicht, ob ich gerade auf 100 Energie war. Wir setzen jetzt hier noch einmal ein, setzen dann die Attacke ein. Werde ich jetzt blind auf Slymog gehen und hoffen, dass ich das noch regeln kann? Ich bin mir nicht sicher, wir versuchen es einfach. Wir gehen jetzt raus, weil du vielleicht mit Fiaro runterfahren willst. So, wir sind jetzt hier mit am Start. Zack, eins, zwei und drücken dir einen sehr effektiven Donnerschlag. Ich werde hier gleich reinschilden. Weil wenn du hier nochmal einsetzen möchtest, wartet da vielleicht irgendwas hinten, das mich gerne besiegen würde. Oder das nicht gegen mich kämpfen würde, eher gesagt. Ich schilde hier auch zweimal. Vielleicht hast du sogar einen Trombok da hinten.
oder irgendwas anderes Nerviges. Aktuell sieht es danach aus. 1, 2, 1. So, ich muss jetzt schilden, kann mir aber hier auch ein bisschen Energie holen. Weshalb das jetzt gar nicht so schlecht aussieht, es sei denn, du gehst raus. 1, 2, ey, du hast doppelnormal hinten. Interessantes Team. Sehr interessantes Team. Ja, was macht man da am besten? Wie besiegt man dich am besten? 1, 2, 3. Wie mache ich das am besten? Schaffe ich bei Cresselia noch eine Attacke? Ich brauche hier unbedingt noch einen Donnerschlag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dich besiegen soll. Bitte schaff noch einen Move. Komm schon, Cresselia. Sauber. Der Strauchler ist noch drin, was mir gefällt. Ich glaube aber, dass ich gegen Doppelnormal jetzt leider nicht mehr ankomme. Wenn man selber kein Kampf-Pokémon mit hat, sind die sehr gefährlich, die er damit hat. Die sind sehr gefährlich. Ich habe hier auch keine Energie. Das weißt du aber nicht. Du setzt ein. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich mir holen kann. Wie viel Energie kann ich mir holen? Eieieiei. Wir machen jetzt 1 und setzen direkt ein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich müsste gegen Fiaro hoffentlich eine Attacke schaffen. Hey, es wird knifflig. Kriege ich dich runtergefarmt danach? Bitte nicht mehr einsetzen. Bitte hab nix. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, dass mich ein Tackle besiegt. Ich glaube, dass mich der Tackle besiegt. Ach, komm schon. Sehr knifflig. Ja, der besiegt mich und der ist früher da als meine Attacke. Sehr uncool. Ja, der kam an, bevor ich irgendwas machen konnte. Sehr, 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 sehr knapper Kampf, aber der hat Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich kurz vor Timeout gewesen. Da waren noch 10 Sekunden. Doppelnormal ist sehr nervig. So ein Macho ist natürlich doof für dein Team, wenn man es schafft, dann auch noch bei Fiaro so ein Steinhagel zu landen. Aber ansonsten sieht das nach einem ziemlich coolen Team aus. Ja, Irokex ist natürlich auch doof in der Backline, aber in der Regel möchte man das ja danach mit Fiaro besiegen. Cavalanzas. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Das ist gut gegen mein ganzes Team. Ja, Schwäche gefunden. Das ist tatsächlich sehr gut gegen mein gesamtes Team. Da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Okay, es ist sehr knifflig. Der Bodenmove ist hier effektiv, der Konter ist bei Lapras effektiv und der Feelender bei meinem Cresselia, das ist nicht gut. Weil ich deine Sofortattacken resistiere, bleibe ich einfach mal drin. Wie viel macht der Schlagbohrer? Das geht. Du brauchst noch einen. Aha, du gehst raus. Das finde ich sehr spannend. Ich schaffe nämlich jetzt hier eine Attacke und würde danach in Erwägung ziehen, schon fast komplett mit Lapras runterzufarmen. Und dann habe ich mehrere Surfer drüben ready. Ist doch auch eine schmackhafte Kiste. Die Frage ist, was er tut. Wird er jetzt hier einsetzen? Ja, er setzt ein. Ich hätte sonst tatsächlich mit einem Donnerschlag nochmal geködert. Hast du? Oh, bitte. Du darfst keine Antikraft haben. Das wäre doof für mich, weil ansonsten steht mir so einem kompletten Farmdown nichts mehr entgegen. Antikraft wäre dumm, hast du tatsächlich. Das macht auch ein bisschen Schaden, ne? Egal. Wir wollen trotzdem uns hier Energie holen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, ich glaube, ich schilde einmal. Oder wäre das doof? Komm schon, ich schilde. Bitte schaff danach keine Attacke mehr. Tu mir das jetzt nicht mehr an. Oh, du gehst raus? Du gehst raus. Ich kann hier einen Surfer drücken. Das geht ja an sich erstmal klar. Das ist jetzt nicht so schlimm. Boah, Schaden kommt. Perfekt, dann gehen wir rüber. Dann gehen wir einfach rüber. Ich würde hier komplett runterfarmen. Ich schilde jetzt hoffentlich einen vieländernden Vielender. Und danach, du hast Drachenklaue unter Antikraft. Da tust du meinem Cresselia nicht weh. Du hast zwar 2 Schilde, ich hoffe, die aber noch irgendwie loszuwerden. Was ist denn dein letztes Pokémon? Aha. Ja. Komm, wir ködern einfach mal. Ich habe, wie gesagt, 2 Schilde. Oh, Eisattacken gegen dich. Lapras hat Bock, gegen dich zu kämpfen. Wir ködern mit dem ersten Move. Das ist wichtig. Wir setzen beim zweiten die richtige Attacke ein. Das ist ebenfalls sehr wichtig. Einen Eisstrahl habe ich, glaube ich, nicht ready. Weshalb ich mir so einen Wechsel... Nee, den traue ich mich nicht. Den traue ich mich tatsächlich nicht. Wie viel macht denn hier? Ah, du kannst abfangen.
Du kannst und willst wahrscheinlich einfach abfangen. Die Mondgewalt, die möchtest du abfangen. Ja, ich glaube schon, dass das dein Plan sein könnte. Ich gehe rüber und setze einen wichtigen Eisstrahl hier ein. Der ist sehr effektiv gegen beide seine Typen. Und hier war es tatsächlich sehr wichtig, auf Lapras den Move zu haben. Hammer. Weg mit dir, Giratina-Farm war auch weg. Crazy. Ich bin so froh, dass er nicht reagiert hat und ebenfalls rausgegangen ist. Wenn er auch abgefangen hätte, wäre es noch ein bisschen kniffliger gewesen. Ich hätte noch ein bisschen Schaden verursacht, er hätte mich aber komplett runtergefarmt. Ja, okay. Doppeldrache Cavalanzas. Interessant, vorne nur eine Feuerschwäche. Und mit zwei Drachen hat man dann natürlich eine Resistenz gegen die einzige Schwäche, die man vorne hat. Sehr, sehr cooles Team. Man ist hinten schwach gegen Eis, dann hat man den Konter von Cavalanzas. Man hat hinten eine Unnichtschwäche, damit hat man Konter von Cavalanzas. Ziemlich cooles Team. Okay, Führung gefällt mir. Nehmen wir mit. Was holst du rein und kann ich mir den Wechsel holen, wenn du da irgendwas reinholst? Was mache ich dagegen? Cresselia, glaube ich. Why not? Deine Attacken machen jetzt nicht unbedingt so viel Schaden, oder? Eine Steinkante sollte mich jetzt nicht so hart treffen. Drinnen bleiben mit Lapras kann ich natürlich auch nicht. Mein ganzes Team kommt schon sehr gut gegen Giratina an. Müssen wir mal einfach sagen. So, wir setzen jetzt ein und schauen, wie viel so eine Mondgewalt macht. Ja, die kannst du wegstecken, gar kein Problem. Aber du machst halt kaum Druck. Du machst kaum Druck bei mir. Was okay ist. Meine Sofortattacken werden im Gegensatz zu deinen nicht resistiert. Die sind nämlich neutral. Die machen nicht viel. Psychoklinge macht kaum Schaden. Es rentiert sich trotzdem auf den Move zu gehen, beziehungsweise den mitzuhaben. Eher als Konfusion. Konfusion würde natürlich viel mehr Schaden verursachen, aber man benötigt auch länger, um bei den Attacken zu sein. Kann ich komplett runterfarmen? Ist es das, was ich machen will? Oder setze ich jetzt gleich einfach den Strauchler ein? Das ist doof, dass ich dich hier im Gleichstand erwische, ist aber auch nicht unbedingt so tragisch. Kann ich? Das Miese ist, dass ich danach leider, es war sogar kein Gleichstand, dass ich danach keine Attacke mehr gegen Giratina schaffe, aber ich konnte mir den Wechsel sichern. Oder auch nicht? Das ist gerade verrückt. Ich mache aber, glaube ich, mehr Druck mit meinen Sofortattacken als du. Ich hoffe, du hast keine zwei. Ich lasse es jetzt einfach durch, weil ich befürchte, dass du zwei hast. Da ich mit meinem anderen Pokémon immer noch, hättest du nicht gehabt, egal, ich komme mit Slimog auch gut gegen Giratina an, deswegen wollte ich mal dein, den Wechsel hätte ich unbedingt gebraucht. Das war jetzt doof. Das war eine sehr doofe Aktion. Der Wechsel wäre tatsächlich extrem wichtig gewesen, damit ich Slimog gegen Kapokima habe. Warum komme ich nicht auf den Trichter, mir irgendwelche Wechsel zu holen? Ärgerlich. Super duper ärgerlich. Ich köder bei der ersten Attacke nicht. Wenn du das durchlässt, werde ich beim nächsten Move ködern mit dem Donnerschlag. Das ist, glaube ich, mein Plan. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich muss aber natürlich, gar keine Frage, auf Dings aufbauen. Auf die Finsteraura, sonst komme ich hier nicht weiter, das bringt mir sonst nichts. Das heißt, wir bauen auf und setzen jetzt ein. Ich habe vorgetäuscht, dass ich den Move habe. Weil ich sehr effektive Sofortattacken gegen Kapokima habe, wirst du das schilden, perfekt. Das gefällt mir. Jetzt werden wir, guck mal, ich überlebe die Attacke, habe dann noch einen Move ready und werde jetzt einfach rauswechseln, oder? Ich glaube schon. Dann kommt Kapokime zurück, ist aber nicht tragisch. Wir müssen jetzt einfach versuchen, das zu regeln. Es wird sehr, sehr knifflig. Ich habe aber noch einen Donnerschlag und würde tatsächlich auch noch eine Finsteraura wahrscheinlich schaffen. Weshalb das hier sehr knifflig wird. Wir gucken aber, was wir mit Lapras regeln können. Im Endeffekt wäre es tatsächlich sehr, sehr wichtig, hier eine Schädelwurme zu haben. Im letzten Match haben wir aber gesehen, da hat sich der Eisstrahl gelohnt. Ich glaube aber, man braucht den Eisstrahl nicht unbedingt, da man nicht vergessen darf, dass Eissplitter bei Pokémon, wo es sehr effektiv ist, so einen Eismove zu haben, wirklich viel Schaden verursacht. So, ich kriege dich vielleicht so weit, dass ich dich danach einfach runterfarmen kann und dem Giratina dann trotzdem die Finsteraura drücke. Vielleicht funktioniert das. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Falls du nicht einsetzt, würde ich auch gleich einfach rausgehen. Ein Surfer überlebe ich und ich glaube, du schaffst nicht Mondgewalt plus Surfer.
Oder ich gehe jetzt in jedem Fall rüber. Ich wollte rüber, ich weiß nicht, wieso es nicht geklappt hat. Farme dich runter, drücke dir hier die Attacke. Das reicht aus, um dich zu besiegen und ich hoffe, dass der nächste Gifthieb ausreicht, um dieses Kapokime zu besiegen, sollte es tatsächlich, ohne dass da noch irgendwas von dir kommt. Eins, und das war's, perfekt. Zwar fast wieder ein Timerkampf, wegen diesen krassen Resistenzen, aber wir konnten diesen Kampf für uns entscheiden. Und ich muss mal sagen, das Team hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war ein knackiges 4:1 mit meinem Lapras vorne. Und es gefällt mir. Es hat mega Bock gemacht. Wie fandest du es? Welches Pokémon hat dir am besten gefallen? Ich bin mir nicht sicher. Lapras oder Cresselia, obwohl ich sagen muss, Slimog war auch geil. Irgendwie fand ich gerade alle ganz gut. Aber ich glaube, Lapras hier zu featuren passt schon. Dein Feedback rein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.